Ist die auch nicht. Ah, also. So. Also rechts ab. Ah. 10 Meter wollte ich jetzt mal sagen. Jetzt irgendwo durch die ganze Bahn mit zulegen. Wahrscheinlich. Ah, nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Wenn wir das links abnehmen, wird die ganze Bahn. Dann kommt auf der linken Seite die Wolte bei E. Aha, so wie auf der rechten. Mhm. Was ist da vor? Wir haben 10 Meter. Ja. Ganz aber ein bisschen Mittellinie. Genau. Mhm. So. Knapp, würde ich sagen, wenn die richtig wäre. Dann kommt das Zulegen, normalerweise. Ja. Nee, doch. Nein, von da oben, nach unten links. Doch, durch die jetzt kommt Zulegen. Jetzt. Ja. Jetzt kommt der Mittelfahrt. Ups, galoppiert. Könnt ihr noch einen Kaffee haben? Oh, klar. Kein Papier, Tasse wieder mehr. Ja. Dann kommt bei B halten. Aha. Rückwärts richten. Aha. Stehen bleiben. Den Schritt anhalten. Wir haben 10. Wir haben 10 Sekunden ruhig stehen und dann im Schritt anfahren wieder. Ja, ist schon ein bisschen anders. Das ist aber auch E-Aufgabe, oder? Das ist A. Ah, aha. Jetzt kommt doch die halbe Bahn wechseln im Schritt. A ist bei uns auch anders. Martina macht sich blind. Irgendwann muss es blind hängen, ja, weil sonst ist schlecht. Und dann kommt angaloppieren bei B. Links und dann auf den Zirkel. Aha. Und an der offenen Zirkelseite überstreichen. Aha. Ich muss halt und wenn es geht, jetzt schneller wäre. Die sind ganz schön lustig, ha? Und meine Temperatur stimmt. Jetzt kommt Überstreichen, dann kommt Mittelgalopp, die lange Seite. Und dann kommt auch die Diagonale. Martina knows the exercise and she tells us what the horse has to do with that. Okay. We can go outside. Yeah, I just take the video. Ah, okay. Die mit dem Schimmel war der erste, oder? Mhm. Dann wäre das jetzt noch hart Not, das Auge, oder? Ja, da war noch kein Laut. Ja, doch, der hat da schon geschwächt. Ja, jetzt schon, aber bei der ersten noch nicht. Ja, bei der ersten Sage zum Beispiel sind noch keine Noten. Also der zweite Seven, da wissen sie, wo sie anfangen können. Okay. Sonst geben sie da 6,5 und nachher... Müssen sie den noch einmal steigern. She's ready now, the next one is done. Wenn du mal bei einem Richter geschrieben hast,